Die ersten Motoren, die habe ich 78 in der Ausbildung, in meiner Kfz-Ausbildung schon überholt. Selbstständig mache ich das jetzt seit 10 Jahren. Also losgegangen ist das mit einem Jahresschnitt von 20 Motoren. Die hatte ich eigentlich von Anfang an. Und mittlerweile sind wir so bei über 100 im Jahr. Man repariert mittlerweile ganz anders. Also die Motoren werden komplett zerlegt und werden eigentlich komplett neu aufgebaut und nach Werksvorgaben. Und da wir hier nicht am Fließband stehen, muss man einfach sagen, dass das sogar noch genauer und noch präziser passiert als damals im Werk. Wenn ich heute einen ganz normalen 1600er baue, allein durch die auch besseren Materialien, die es heute gibt, hat so ein Ding 5 PS mehr als ab Werk. Bei mir in der Familie fahren alle Käfer. Mein Sohn, nee, gar nicht wahr, meine 2 Töchter nicht. Die fahren irgendwas anderes, ich weiß gar nicht was. Aber mein Sohn und meine Frau und ich, wir fahren alle Käfer. Wir kümmern uns rein um die Motoren. Und wenn jetzt jemand käme und sagte, Ventile einstellen, Ölwechsel machen und Bremse, da wären wir nicht der richtige Partner. Bei Motoren machen wir alles. Typisches Anzeichen ist, dass ein Motor so viel Öl verliert, dass der beste Freund sagt, bitte park nicht mehr bei mir in der Einfahrt. Dass der Motor keine Leistung mehr hat und ja, dass er vielleicht auch Geräusche macht, die da nicht hingehören. Eigentlich ist das so, desto älter das Auto, desto mehr Original. Kann man wirklich so sagen. Also so jemand, der einen Brezel hat mit 25 PS, der möchte auch gerne 25 PS weiterfahren. Der Motor soll auch original so aussehen, wie er damals ab Werk ausgeliefert wurde. Dann geht das eigentlich so weiter, desto neuer die Autos, desto mehr PS. Ne? Wenn ich jetzt einen normalen Motor aufbaue, der hat nachher anstatt 50 PS 55 PS, ist das sicherlich kein Tuning. Das nenne ich einfach mal Serienstreuung. Tuning würde ich sagen, wenn wir in Hubraumbereiche gehen, ab 1800 Kubikzentimeter. Man achtet jetzt vielleicht mehr auch auf optische Details. Ganz klassisches Beispiel. Mich hat es geärgert, dass man, wenn man neue Stößelschutzrohre verbaut, ne, und man kann die original vom VW kaufen, verbaut die, nach 4 Wochen sind die verrostet. Dann baust du einen super schönen Motor, der optisch besser aussieht als das Original oder wenigstens genauso gut. Und guckst nach 8 Wochen drunter, wenn der Kunde mal kommt, zum Ventile nachstellen. Und dann siehst du diese 8 verrosteten Stangen. Und selbst diese Sachen, die bringen wir jetzt zum Galvanisieren, dass die rostgeschützt sind. Das sind so Schritte gewesen. Also man versucht immer, Sachen zu finden, die einem selber auffallen oder die einem anderen auffallen. Und die versucht man halt im nächsten Schritt zu verbessern. Angefangen bin ich eigentlich nebenberuflich über mein eigenes Hobby. Also ich habe mir VW Kübel gekauft, habe die Motoren selber aufgebaut. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe eigentlich einen Motor bei eBay gekauft. So wie das eigentlich viele machen, ne? Bei eBay für 2.500 Euro komplett revidiert. Wusste damals auch nicht, dass man für 2.500 Euro eigentlich keinen revidierten Motor kaufen kann. Hab den Motor dann mitgenommen, habe den komplettiert, also Anbauteile dran gebaut, Auspuffanlage, Gebläsekasten, Lichtmaschine. Hab den dann auf meiner Werkbank im Gartenhaus laufen lassen. Und da hat er ungefähr 10 Minuten gelaufen und ist festgegangen. Irgendwann war ich das leid und habe gesagt, so, ich nehme das Ding auseinander. Und da ich 2 oder 3 alte Motoren habe, habe ich das gleich bei allen gemacht. Ja, und bin dann, habe die dann eigentlich praktisch neu aufgebaut. Einer, der sollte im Motor rein und in mein Auto rein. Und 2, die wollte ich mir einfach an die Seite stellen. Und so hat sich das einfach entwickelt. Ne? Immer wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, bin ich in mein Gartenhaus verschwunden und habe Motoren gebaut. Rein aus Spaß und Dollerei und aus Freude. Und das ist eigentlich bis heute so geblieben, also die Freude jedenfalls dabei. Bin dann irgendwann aus dem Gartenhaus raus und als ich in die Vollselbstständigkeit gegangen bin, ich habe dann meinen Job gekündigt, bin in die Selbstständigkeit reingegangen und habe hier im Nachbarort eine Halle gemietet. Die hatte so, ich schätze mal, so 150 Quadratmeter. Kostete 500 Euro Miete, da hatte ich schon Bauchschmerzen. Ja, und bin dann da rein, habe dann gemerkt, so nach 3 Monaten, dass es eigentlich schon wieder zu klein geworden ist. Ne? Mein Sohn hat eine Ausbildung, auch im Metallbereich, Zerspaner. Wir haben immer schon ab und zu mal zusammen an einem Käfer geschraubt. Ich habe ihn unterstützt an seinem Käfer. Wir haben auch Motor, seinen ersten, zusammengebaut. Und da habe ich eigentlich schon gemerkt, der kann was. Und der versteht auch was.
Und wie ist das, mit dem Papa zusammenzuarbeiten? Ach ja, früher haben wir uns nicht ganz so gut verstanden, als ich noch hier gewohnt habe. Wie das immer so ist bei Vater und Sohn, ne? Aber seitdem ich auf eigenen Beinen stehe und einmal das Haus verlassen habe, komme ich immer wieder gerne hierhin zurück. Und macht Spaß. Vorher hatte Vater nie die Zeit. Er hatte vorher schon 2 Motoren in der Woche gebaut und die Teile wie Gehäuse und Zylinderköpfe abgegeben zum Spindeln und Bohren und Köpfe planen. Und da ich in meiner Ausbildung viel zerspart habe, habe ich mich dann damit befasst, mit dem Plan- und Ausdrehkopf und mit der Drehbank. Da haben wir noch ein Spindelwerkzeug entwickelt, was wir jetzt benutzen, und seitdem läuft das alles hier in einem Haus. Wenn jemand seinen Motor selber bauen will, dann kann er bei uns quasi alles kaufen, was er dafür braucht, und auch seine Teile bearbeiten lassen und sein Gehäuse schicken, dann spindeln wir das erste oder zweite Übermaß, die Zylinderauflageflächen planen, größer bohren für andere Kolbengrößen und eben selbe mit Köpfen, Verdichtungen erhöhen, solche Geschichten. Wir haben alle Produkte, die wir verkaufen, auch größtenteils, ich sag mal zu 90-99% getestet. Und es sind alles Produkte, die wir selber auch verbauen, wo wir auch hinterstehen. Wenn irgendeiner ein Problem hat, kann er uns immer gerne anrufen und dann wird das gelöst. Shop-Sachen, das ist so meine Geschichte. Er gibt gerne den Support bei Facebook und beantwortet Fragen am Telefon. Aber wenn jemand was bestellt, dann läuft das immer über mich, genau. E-Mails ist uns lieber, da kann man eben, wenn man dann mal am Computer ist und eine Rechnung schreibt, kann man die E-Mail eben beantworten und direkt einen Link schicken. Am Telefon fragen wir dann meistens nach der E-Mail-Adresse und machen es im Endeffekt dann auch so, den Weg. Aber ich kann es auch verstehen, dass die Leute gerne anrufen und direkt die Antwort haben wollen. Aber es ist eben ein bisschen zeitraubend. Nee, das ist ganz schwierig. Unter Umständen haben wir dann gerade hier 2 Kunden. Meistens ist es so, wenn wir 3 Termine an einem Tag haben, einen um 9, einen um 10, einen um 11, kommen sie alle um 10. Der eine eine Stunde später, der andere eine Stunde früher, und dann stehen hier 3 Leute. Da muss man sich die Zeit eben nehmen und dann kann man auch mal eine Stunde warten oder 2. Schöne Tapete. Ja, das war mein altes Kinderzimmer. Die hat mich früher gewohnt. Gut, die Tapete ist jetzt nicht von mir. Die hat Mutter irgendwann später da dran gebastelt. Hier werden die Motoren zerlegt. Dann werden sie hier gewaschen. In dem Gerät. Na, da kommt dann hier eben die alkalische Reinigungsflüssigkeit raus. Und danach lassen wir sie glasperlstrahlen, die ganzen Sachen. Ja, dann sehen die eben aus wie neu. Die Vorherseite. Und die Nachherseite, ne? Ich bin gelernter Konstruktionsmechaniker und bin nach meiner Ausbildung eigentlich auch recht schnell in die Industrie gewechselt, weil ich geregelte Arbeitszeiten haben wollte und saubere Finger. Und ihr habt auch selber Teile entworfen? Genau, wie Vater eben schon erzählt hatte, das mit den Stößelrohren unter anderem. Wir lassen hier diese Achsrohrölkühler, die lassen wir fräsen. Die kann man eben unten hinten ans Achsrohr schrauben beim Käfer. Und den Original Ölkühler dran schrauben, dann sitzt der hinten unten drunter, wenn man einen kleinen zusätzlichen Ölkühler haben will. Oder ja, eben die Stößelrohre, wir bekommen sie von unserem Lieferanten eben, blankes Metall. Na, und die setzen dann ja relativ schnell so Flugrost an, was nicht schön aussieht. Technisch kein Problem, aber es sieht eben nicht aus. Und deswegen lassen wir die kistenweise verzinken und haben dann eben eine schöne Optik mit dem Deckel zusammen noch die Einheit darunter. Und ihr habt jetzt auch einen Online-Shop. Das ist allerdings komplett meine Sache, da will Vater nicht groß was mit zu tun haben. Er hat keine Lust, Pakete zu packen, den Support, Teile raussuchen und meine E-Mail beantworten. Wenn einer Teile sucht, dann macht er das natürlich auch gerne. Aber das ist so meine Sparte. Er kümmert sich um die Motorbauangebote und wir bauen zusammen die Motoren und ich mache eben den Online-Shop und versuche mich da jetzt im Laufe der nächsten Zeit noch zu vergrößern. Wir haben alles auf Lager, was den Motorbau betrifft. Also wir können hier, glaube ich, 20 Motoren bauen, ohne dass wir irgendwelche Sachen bestellen müssen. Also wenn einer eine Nockenwelle haben will oder einen Zündverteiler, die verkaufen wir sehr gerne, weil wir da nur gute Erfahrungen mitgemacht haben. Lichtmaschinen, ne? Auspuffanlagen vom Vintage Speed. Wir haben eigentlich viele verschiedene Sachen.
Aber wir haben auch komplett breit gefächert, was das ganze Auto angeht, die Restauration. Jürgen, sag mal, eure Werkstatt und die Arbeitsbereiche und die Lager und so, das ist alles super aufgeräumt und super sauber. Ja. War es schon immer so? Ja, da lege ich ganz großen Wert drauf. Weil ich denke immer so, ich bin hier mehr als bei mir oben in der Wohnung. Und da finde ich das natürlich super schön, wenn man morgens runterkommt und das Werkzeug ist aufgeräumt. Das machen wir auch jeden Abend. Also im Moment fliegt natürlich ein bisschen was rum, aber abends wird das alles weggeräumt. Und wenn du morgens runterkommst, fängst du mit einer aufgeräumten Werkstatt an. Du fühlst dich einfach wohl. Hier ist immer warm drin. Wir haben immer, wie in einer normalen Wohnung, 20 Grad. Und im Sommer, wenn es zu warm wird, dann mache ich die Klimaanlage an. Ich finde das geil. Im Prinzip haben wir ja früher viele Sachen zur Bearbeitung weggegeben. Hier so Motor, Dichtflächenplan oder Kurbelgehäuse, Spindeln. Da hatte ich zwar die Maschinen für, aber ich habe auch keine Zeit gehabt, mich damit zu beschäftigen und die zu bedienen. Und dann habe ich das einfach weggegeben. Ja, und jetzt macht's mein Sohn. Ne? Ich sag mal, wenn ich 10 Gehäuse wegkriege, bis ich wieder bekomme, gehen vielleicht ein Vierteljahr ins Land. Und dann ist vielleicht der Kunden der Bautermin schon da. Und wenn wir das jetzt alles in-house machen, dann kann ich den Motor praktisch so bauen oder die Motorteile so bearbeiten, wie ich sie nächste Woche dann brauche. Ne? Und das ist alles viel, viel angenehmer. Ja, also unsere eigenen Kunden, die kriegen immer Support. Also ich habe immer, normalerweise habe ich ein Headset auf, das heißt, wenn Kunden anrufen, dann drücke ich auf den Knopf und dann mache ich das so wie jetzt. Ich arbeite und spreche dabei. Es sei denn, es sind ganz komplexe Themen, wo ich mich auch mal ein bisschen konzentrieren muss bei der Arbeit. Aber so einen Kolben montiert kriege ich schon so auch mit zugebundenen Augen hin. Ja, dann spricht man eben halt die Sachen durch, ne, wo es drückt. Und Shop-Geschäft übernimmt ja André komplett. Der hat auch eine andere Nummer. Das heißt, diese ganzen Shop-Geschäfte, das macht André. Da kümmere ich mich nur drum. Wenn er gerade nicht kann, dann gehe ich da auch ans Telefon. Nervig sind für mich nur Sachen, wo Kunden woanders was gekauft haben und wollen dann hier die Unterstützung kriegen. Da bin ich auch mittlerweile recht schnell und rigoros, weil wenn du bei eBay irgendeinen Verteiler gekauft hast, dann sollen sie bei eBay anrufen und sich da den Support holen, aber nicht bei uns, bitte. Ne? Also ich mache das ja jetzt seit ein paar Jahren und ich weiß, laufen alle meine, die Motoren, die wir getunt haben, die laufen noch. Man kann natürlich einen 2,3 Liter Motor bauen mit 160 PS. Das ist noch relativ haltbar, wenn man damit mit dem Material ordentlich umgeht. Das heißt, warm fahren ist ganz wichtig. Oder man kann auch so aus dem Motor auch 240 PS machen, aber das hält dann halt nicht so lange. Und das sind Motoren, die wir auch nicht bauen würden. Da gibt es bestimmt andere, die das machen. Diese ganze Motorbau- oder Tuning-Szene ist ja ein Eisberg. Wir sind der Eisberg und die Spitze, das können andere machen. Und jetzt noch eine letzte Frage. Mhm. Was hältst du eigentlich vom Thema Elektromobilität? Ich verstehe die Frage nicht.